Radio Nordpol, im Interview haben wir heute Christian Frings, marxistischen Theoretiker, Übersetzer der Bücher von David Harvey, wie dem bekannten Buch Das Kapital lesen. Christian hat sich die letzten Jahrzehnte intensiv mit Klassenkämpfen auseinandergesetzt. Ja, Christian, an dich die Frage: Geht in der Corona-Krise der Wirtschaft die Arbeit aus und wie reagieren eigentlich Staat und Unternehmensverbände auf die Krise? Ja, das Interessante dieser Krise ist, dass tatsächlich jetzt auf breiter Ebene eine Diskussion beginnt, was eigentlich, welche Arbeiten notwendig sind für die Gesellschaft, für die Menschen. Der Kapitalismus ist eine Wirtschaftsweise, in der im Mittelpunkt steht, dass für den Profit gearbeitet wird. Kapital muss sich verwerten. Es wird alles mögliche Zeug produziert, was zwar auch ganz nett ist, es muss, jede Ware muss einen Gebrauchswert haben, um sie verkaufen zu können. Aber entscheidend für den Kapitalismus ist, dass diese Ware gleichzeitig auch einen Mehrwert enthält. Also dass über das hinausgearbeitet wird, was wir wirklich zum Leben brauchen. Und jetzt wird auf einmal in einer existenziellen, radikalen Weise das in Frage gestellt, weil wir auf der einen Seite möglichst weitgehend eine gesellschaftliche Isolation der Individuen oder Familien herbeiführen wollen, um die zu schnelle Ausbreitung dieser Epidemie zu vermeiden. Aber arbeiten heißt immer zusammenkommen. Es werden also jetzt Ausnahmebereiche geschaffen wie Krankenhäuser, Supermärkte. Wir wollen weiter, dass das Wasser aus Leitungen kommt. Wir wollen Strom haben. Gerade jetzt ist das Internet und das Telefon extrem wichtig. Naja, und da arbeiten ja überall Menschen, die in der Regel auch irgendwie zusammenkommen müssen, weil diese ganze Arbeit sehr stark auch auf Kooperation beruht. Die müssen dann also in besonderer Weise geschützt werden. Das ist jetzt zurzeit die Diskussion um die Verfügbarkeit von Masken und von Desinfektionsmitteln und so weiter. Aber es wird dann gesagt, alles andere, was nicht unbedingt notwendig ist, kann runtergefahren werden. Ja, da stellt sich dann natürlich die Frage, was ist nicht notwendig? Und zunächst mal können wir in allen Ländern beobachten, dass die Unternehmer natürlich versuchen, soweit es geht, weiter zu produzieren, weiter ihre Geschäfte zu machen und auch an den unsinnigsten Punkten. Und es ist wirklich eine breite, weltweite Bewegung von unten, die jetzt angefangen hat, bestimmte Produktionen zu stoppen, weil die Arbeiterinnen und Arbeiter in diesen Betrieben sagen, nee, das ist ein zu hohes Risiko. Und wofür denn? Es gibt diese ganz extremen Beispiele, dass die Arbeiter bei Ferrari in Italien gestreikt haben, weil sie gesagt haben, das ist jetzt vielleicht nicht oberste Priorität, dass weiter Ferraris gebaut werden. Aber es ist auch massenhaft in den Autofabriken in Italien passiert und erst auf den Druck hin sind sie geschlossen worden. Genauso in den USA. Auch dort hat zunächst sogar teilweise die UAW, die Automobilarbeitergewerkschaft, dazu aufgerufen, weiterzuarbeiten. Und es sind dann von unten, also wilde, spontane Streiks, Arbeitsniederlegungen entstanden, die dann letztendlich dafür gesorgt haben, dass die Automobilproduktion flächendeckend gestoppt wurde. Selbst also dieses tolle Vorzeige-Elektroauto, die Tesla-Produktion ist dann sogar auch von Staats wegen eingestellt worden, obwohl dieser Multimillionär Musk eigentlich unbedingt weiter produzieren wollte. Ja, ich finde, das ist eine ganz interessante oder wichtige Diskussion, an die wir ja auch ansetzen können, weil die Frage ist ja immer mal wieder aufgeworfen worden, wie viel müssten wir eigentlich wirklich arbeiten? Könnte es nicht sein, dass wir für uns, für unsere Reproduktionskosten und damit wir alles haben, was wir zum Leben brauchen, dass es vielleicht auch reichen würde, wenn wir statt 8 Stunden am Tag nur 3 Stunden am Tag oder vielleicht nur 2 Stunden in der Woche arbeiten oder wie auch immer. Und das ist jetzt so eine ganz witzige Situation, weil diese Diskussion jetzt von beiden Seiten geführt wird. Also auch die Gesellschaft oder der Staat oder auch selbst heute in der FAZ sind dann solche Artikel, wo gefragt wird, was brauchen wir eigentlich zum Leben? Was ist jetzt wichtig? Und wie können wir das unter den jetzigen Bedingungen mit der gebotenen Sicherheit organisieren? Die Frage ist also weniger, ob uns die Arbeit ausgeht, wie das so in diesen Diskussionen über Arbeitslosigkeit und Krise geschehen ist, sondern jetzt könnte man diese Frage radikalisieren, um zu sagen, gut, wenn wir uns daran orientieren, was gesellschaftlich notwendig ist für uns als Menschen, nicht für das Kapital,
dann kämen wir vielleicht zu einer völlig anderen Einstellung zu bestimmten Produktionen. Auch die ganze Klimafrage, die jetzt im Moment in den Hintergrund getreten ist, könnte nochmal ganz anders angegangen werden. Es ist natürlich bezeichnend, dass für die Einhaltung der Klimawerte, also für das Zurückfahren der Zerstörung der Natur, die in den letzten Jahren immer verhandelt, aber dann doch nicht gemacht worden ist, dass das jetzt sozusagen ein Glücksfall ist, dass Unmengen von Produktionen, die auch Energie verbraucht, die auch CO2-Ausstoß bedeuten, dass die jetzt einfach runtergefahren werden. Das ist halt das Dilemma momentan, dass die Linke in ihrer Handlungsfähigkeit und in ihren Diskussionsmöglichkeiten stark eingeschränkt sind. Aber ich könnte mir sehr wohl vorstellen, dass wir das auch nochmal stärker nutzen könnten. Auch durchaus ganz konkret. Also auch hier in Deutschland wird noch in vielen Betrieben gearbeitet. Das kriege ich so aus dem Bekanntenkreis mit, wo man erstmal die Frage stellen könnte, ob die wirklich systemrelevant sind oder für unser, eben nicht für das kapitalistische System, sondern für unser Überleben wichtig sind. Und da könnte man sich auch mit den Leuten unterhalten, ob da noch Menschen zur Arbeit gezwungen werden, die eigentlich gar nicht arbeiten müssten. Du hast es angesprochen, die einen werden momentan zu weiteren Arbeiten herangezogen, teils auch zu Überstunden in der Logistikbranche. Amazon stellt massenhaft Leute ein, in den Krankenhäusern stehen Beschäftigte unter enormem Druck. Derweil haben prekär Beschäftigte wie Leiharbeiter oder Minijobber extreme Lohnausfälle oder stehen komplett auf der Straße, während die Fixkosten, die sie zu zahlen haben, wie die Miete, die Versicherung oder das Essen, einfach weiterlaufen. Daher die erste Frage an dich: Wird die Arbeiterinnenklasse am Ende für die Corona-Krise bezahlen müssen? Und als zweite Frage: Wie wird sich diese Krise auf die verschiedenen Klassenpositionen, wie ich sie eben skizziert habe, auswirken? Ja, mit der zweiten Frage anzufangen, was wir ja schon jetzt quasi sofort mit der Einschränkung des sozialen Lebens haben sehen können oder heute jeden Tag erleben, das ist eine extrem unterschiedliche Auswirkung der Krise auf verschiedene Teile der Klasse, auf verschiedene Schichten der Bevölkerung. Also jemand, der einen gut bezahlten Job hat und jetzt im Homeoffice arbeiten kann, im Grunde das Weitere macht, keine Gehaltseinbußen hat und jetzt die Arbeit von zu Hause aus machen kann, der ist davon natürlich sehr viel weniger erstmal betroffen als eben die vielen, vielen Menschen, du hast verschiedene aufgezählt, die jetzt die Reproduktion, das Geld, eine große Frage ist. Das führt gerade zu sehr kritischen Reaktionen, auch von staatlicher Seite. Wir haben also gestern erlebt, dass sie hier in Deutschland so ein großes Paket verabschiedet haben, wo alle möglichen Hilfen angeboten werden. Aber was, wenn du in die vielen einzelnen Bereiche gehst, noch überhaupt nicht, also das ist zusammengeschustert und sie versuchen es nach außen schön darzustellen, aber an ganz, ganz vielen Stellen hakt das noch oder ist das nicht wirklich eine ausreichende Hilfe. Leute, die jetzt in Kurzarbeit gehen, normalerweise beträgt das Kurzarbeitergeld 60% vom Nettolohn oder bei Familien 67% vom Nettolohn. Das soll jetzt aufgestockt werden. Große Firmen haben das teilweise schon gemacht oder machen es per Tarifvertrag, aber es wird in vielen Klitschen, wird es einfach dazu führen, dass Familien, die sowieso schon am Rande leben, also wo am Ende des Monats nichts mehr auf dem Konto drauf ist, für die bedeutet selbst 80% des Nettolohns eine absolute Einschränkung ihrer Möglichkeiten bis dahin, dass sie vielleicht ihre Miete nicht mehr bezahlen können. Da haben sie dann auch sofort schnell eine Regelung gefunden, die aber langfristig höchst problematisch ist und wo wir noch sehen müssen, zu was das führt, dass sie nämlich gesagt haben, dass in den nächsten 12 Monaten Mietrückstände keine Kündigung der Wohnung berechtigen, also auch durch das Nichtzahlen der Miete es nicht zu Zwangsräumungen kommen kann. Das heißt aber erstmal nur, die Leute Schulden aufhäufen, weil im Gesetz steht nicht, dass der Staat jetzt irgendwie die Miete übernimmt oder so, sondern irgendwann sollen sie das dann nachbezahlen, was natürlich völlig illusorisch ist, wenn man 4 Monate seine Miete nicht bezahlt und am Rande des Existenzminimums lebt, ein geringes Einkommen hat. Der wird diese Mietschulden nie zurückbezahlen können. Das ist dann natürlich die Frage, wie weiter Druck aufgebaut wird. Also wir erleben jetzt, dass vielen Ebenen hektisch nachgebessert wird. Ich kriege so ein bisschen aus dem sozialen Bereich mit. Der Paritätische Wohlfahrtsverband hat schon protestiert, weil es noch keine wirklichen Lösungen für die ganzen sozialen Beratungsstellen, sozialen Dienste gibt, die ja teilweise kompliziert ihre Maßnahmen mit dem Jobcenter abrechnen oder mit irgendwelchen verschiedenen Trägern, und für die sich jetzt erstmal keiner zuständig fühlt, wie die Leute dann weiterarbeiten.
oder wie diese ganzen Institutionen überhaupt geschützt werden können. Wir haben ja auch auf ganz vielen Ebenen, in ganz vielen Bereichen das Problem, dass es zu irreversiblen Insolvenzen kommen wird. Also dass Geschäfte pleite gehen, dass Läden pleite gehen, dass soziale Einrichtungen in die Insolvenz gehen, die ich dann nicht einfach danach wieder so hochfahren kann. Also jetzt zur Zeit kursieren Köln, kursieren jetzt so Aufrufe von Wirten aus den Kneipen, dass der Staat ihnen irgendwie helfen muss, weil auf der einen Seite verbietet er ihnen das Geschäft, aber es gibt keine gescheite rechtliche Regelung, wie ihnen geholfen wird. Das geht bis hin also zu, ja, rechtlich total problematischen Sachen, Unklarheiten. Gestern in der Pressekonferenz zur Vorstellung der sozialen Maßnahmen hat der Finanzminister ausdrücklich gesagt, es werden für die ganzen Geschäfte, ob das jetzt Kneipen oder Buchläden oder kleine Möbelläden oder was auch immer sind, wird es keine Entschädigung der verlorenen Einnahmen, der verlorenen Verdienste geben. Das sei unternehmerisches Risiko, wie es so schön heißt. Das Problem ist nur, die Schließung dieser Läden stützt sich auf das Seuchenschutzgesetz, in dem aber, oder sie begründen es mit dem Seuchenschutzgesetz, das aber gar keine Schließung von Läden in dem Umfange vorsieht, sondern sie greifen im Grunde auf ein anderes Gesetz zurück, nämlich die Gewerbeordnung, das geregelt, wann und unter welchen Bedingungen Geschäfte geschlossen werden können. Nur in der Gewerbeordnung steht ausdrücklich drin, dass dann der Staat eine Entschädigung, weil es nur quasi einer Enteignung gleichkommt, eine Entschädigung bezahlen muss. Also wir werden da auch noch spannende rechtliche Auseinandersetzungen erleben. Ich meine, man muss ja, also was den Rechtsstaat angeht, im Moment sagen, das ist sowieso für Verfassungsrechtler, also wenn man den Verfassungsblock oder solche Portale liest, also wo Juristen sich darüber unterhalten, denen stehen die Haare zu Berge. Was jetzt also im Eilverfahren gewissermaßen im Stil von Notverordnungen kurzfristig beschlossen wird und welche Maßnahmen getroffen werden, für die es eigentlich verfassungsrechtlich keine Grundlage gibt. Nur ist momentan die Situation ja so, dass alle so fixiert sind auf die Gefährlichkeit dieser Pandemie, dieser quasi biologischen Entwicklung, dass sich jetzt wahrscheinlich niemand trauen würde, zum Verfassungsgericht zu gehen, ganz abgesehen davon, dass das Verfassungsgericht zurzeit auch nicht handlungsfähig wäre oder zu irgendwelchen Gerichten, um sowas mal zu überprüfen, in Frage zu stellen. Das traut sich einfach keiner. Aber wir werden an ganz vielen Punkten da noch, wird es zu wahnsinnigen Problemen kommen. Die Schwierigkeit ist natürlich, dass im Moment die Konfliktmöglichkeiten sehr gering sind. Wir können nicht demonstrieren, wir können nicht irgendwie massenhafte Versammlungen machen, aber zum Beispiel diese ganzen kleinen Donaubuden, die hier dicht machen, die ganzen kleinen Restaurants, da arbeitet eine Vielzahl von Menschen drin, die eben ausgeschlossen sind vom Leistungsbezug unseres Sozialstaats, weil sie irgendwo aus anderen Ländern kommen. Für die gibt es erstmal überhaupt keine Regelungen. Wenn man dann noch weiter sozusagen in die sozialen Schichten geht, also von Gruppen, die nicht sesshafte Obdachlose unterstützen, da kommen schon ständig jetzt die Hilfsaufrufe, dass die zum Beispiel auf der Straße nicht mehr betteln können, weil A, keiner mehr auf der Straße ist und B, die Leute Angst haben, näher als 2 Meter an sie ranzugehen, um ihnen Geld zu geben, dass also für diese ganzen Bereiche eigentlich im Grunde keine Lösung gibt und so weiter und so fort. Das Problem der häuslichen Gewalt, dass Frauenhäuser jetzt überrannt werden, kommt auch schon öfter zur Sprache. Da gibt es ja auch die Erfahrungen aus China, was da passiert ist, als der Lockdown in Wuhan durchgeführt wurde, welche Folgen das für Frauen isoliert in Kleinfamilien in ihren Häusern hatte. Das heißt, es wird sehr, sehr unterschiedliche Betroffenheiten geben, auf die jetzt der Sozialstaat nicht mehr so wie bisher feingliedrig durch irgendwelche Hilfenmaßnahmen wird reagieren können, zumal er auch schwer erreichbar ist. Also fragt nur mal jemanden, der jetzt gerade seinen kleinen Laden irgendwie Kurzarbeitergeld beim Jobcenter beantragen will, wie kompliziert das ist, weil das ja alles nur noch telefonisch geht. Und insofern würde ich sagen, verschiedene Klassenpositionen werden sehr, sehr unterschiedlich davon betroffen sein und es wird die Kluft innerhalb der Gesellschaft an vielen Punkten extrem vergrößern, weil es eben einige gibt, die relativ gut abgesichert sind. Es gibt sogar einen Teil, die können weiterarbeiten, wenn es irgendwie über Internet oder solche Sachen geht. Es gibt wird Leute geben, die wie die das Pflegepersonal im Krankenhaus und Ärzte, die zwar weiter bezahlt werden, aber unter unmöglichen Bedingungen arbeiten. Es ist auch ganz klar, in Italien oder selbst im vorbildlichen Südkorea hat sich gezeigt, dass die Infektionsrate im Krankenhauspersonal die höchste ist. Und das heißt, da kommen auch solche
übertragen auf die Menschen zu, irgendwie, wer wird stärker, also im rein medizinischen Sinne, stärker von dieser Krise betroffen sein. Wer für die Krise im Endeffekt bezahlen wird, ich denke, das ist noch eine offene Frage. Natürlich in der regulären kapitalistischen Wirtschaftskrise ist es immer die Arbeiterklasse, sind es immer die Arbeiterinnen und Arbeiter, die letztendlich für die Krise zahlen, durch Arbeitslosigkeit, durch Lohnsenkungen, durch Verschlechterungen der Bedingungen. Das Kapital verliert vielleicht ein bisschen, das sind Börsengewinne gehen zurück, aber es kommt im Grunde, das ist so das Wesen des Kapitalismus, er kommt gestärkt aus solchen Wirtschaftskrisen wieder hervor. Und das ist natürlich jetzt eine beispiellose Krise, weil es diesen Zusammenhang zwischen einer Wirtschaftskrise und so einer, könnten sagen, Menschheitsfrage gibt. Die Krise wäre sowieso gekommen. Also darauf weisen im Grunde auch, das ist auch allen Finanzleuten und Wirtschaftsfachleuten klar, das Virus hat im Grunde nur eine ökonomische Krise getriggert, ausgelöst, die ohnehin fällig war. Es liegt auch genau im Zyklus. Also wenn man sich das mal anguckt von den Zahlen 2008, halt der große Einbruch, etwa 10 Jahre später irgendwie, haben sich die Spekulationsblasen an den Börsen wieder so weit aufgeblasen, aufgebläht, dass es irgendwann krachen musste. Die Automobilproduktion geht seit 2 Jahren weltweit zurück. Umstellung auf das Elektroauto wird nicht so einfach klappen. Also alle Zeichen sprachen schon dafür, dass wir jetzt in eine Krise hineinkommen. Und jetzt ist das eben verbunden mit dieser ganz anderen Dimension einer pandemischen Krise. Und im Moment sieht natürlich alles danach aus oder alles, was jetzt auch von den Staaten, von den Regierungen diskutiert wird, läuft darauf hinaus, dass wieder mal die einfachen Leute die Kosten der Krise bezahlen. Siehe die ganzen schlechten Absicherungen. Also es gab erst sofort Zusagen, Hilfsprogramme für die Wirtschaft. Es werden unendliche Geld in die Ökonomie gepumpt. Diese gigantischen Programme, die jetzt auch die USA machen. Man sieht das dann auch sofort, nachdem die Börsenkurse abgerauscht sind. Heute erholen sie sich wieder ein bisschen oder sogar deutlich, weil die Hoffnung ist, wenn so viel Nachfrage vom Staat über Geld geschaffen wird, dann laufen auch Geschäfte wieder, dann können auch die Leute trotzdem Sachen kaufen, dann können auch Aktien gekauft werden und so weiter. Also da ist erstmal, das würde ich so deuten als Signale dafür, dass sie davon ausgehen, Business as usual, also auf diesmal kommen wir heil aus der Krise raus. Wir werden den Gewinn davon haben. Proletarier, Arbeiterinnen und Arbeiter werden es letztendlich bezahlen. Aber ich denke, dass wir ja in einer offenen Situation sind und wir sollten da auch also von gesellschaftskritischer Seite aus durchaus offensiv rangehen. Und ich finde eigentlich vieles noch sehr, sehr verhalten. Es gibt zwar Unmengen von Forderungen, auch Detailforderungen, die jetzt überall aufgestellt werden. Ich würde mir wünschen, dass wir wieder, so ähnlich wie das ja für eine kurze Zeit nach der Krise 2007, 2008 auch geschehen war, dass wir wieder zu einer radikaleren Diskussion kommen, dass dieses ganze System in Frage gestellt werden muss. Du hast jetzt schon die Streiks in Europa angesprochen. Vielleicht kannst du noch mal skizzieren, wie waren die Reaktionen der Arbeiterinnenklasse in Europa und in Deutschland auf die Krise? Und insbesondere, was sagen eigentlich die Gewerkschaften zur Corona-Krise? Ich hatte das ja schon gesagt, also es ist an vielen Orten zu Widerstand gekommen, der auch dazu geführt hat, dass Produktion eingestellt wurde, dass Werke dann doch stillgelegt wurden, die eigentlich weiterlaufen sollten. Das große Problem ist natürlich, wenn wir jetzt über die Frage so Perspektive von Kämpfen und so weiter sprechen, es sind eben Konflikte gewesen, um sich in die allgemein angeordnete Isolation zu bewegen. Das heißt, es hat vielleicht mal den Konflikt im Betrieb gegeben. Wenn er erfolgreich war, sind die Leute dann nach Hause gegangen und haben sich an das soziale Abstandsgebot gehalten, was ja auch vernünftig ist. Aber das führt natürlich dazu, dass es jetzt dann keine kollektiven Orte gibt, wo sich Kämpfe irgendwie weiterentwickeln können. Das ist ein großes Problem, das wird uns noch beschäftigen und das kann auch nicht alles durch Internet, durch Telefonie und so weiter ersetzt werden. Ich meine, es ist schon im Unterschied, wäre sowas irgendwie vor 50 Jahren passiert, wären die Leute noch stärker isoliert gewesen als heute. Insofern, ich will das gar nicht unterschätzen, was das bedeutet, dass wir solche Möglichkeiten haben, dass auch viel sich an Protest, an Forderungen und so weiter in den sozialen Medien entwickeln kann. Aber es ist natürlich keine Möglichkeit, um in irgendeiner Form Druck auszuüben. Ich denke, was vielleicht wichtig ist zu sehen, dass es eben schon, es wird ja noch gearbeitet.
Die Supermärkte müssen ja aufhaben. Die Lkw-Fahrer, die die Supermärkte beliefern, über die wird noch wenig gesprochen. Die müssen ja weiter auf den Autobahnen fahren. Da kommen jetzt schon die ersten Horrorberichte, dass es da diese riesen Schlangen gibt wegen der Grenzschließung und der Grenzkontrollen. Speditionsverbände klagen schon, dass es nicht ausreichend Toiletten für die Fahrer gibt, die jetzt alle an irgendwelchen Raststätten festhängen. Paradoxerweise Lkws, die das Toilettenpapier, was sie angeblich so dringend benötigen, transportieren. Es muss ja das Leben weiter aufrechterhalten werden. Und ich denke, da müssen wir einfach auch genau hingucken, ein Auge drauf haben, was es da an Mikrokonfliktualitäten jetzt gibt, wie die sich entwickeln, wo es überall auch Proteste gibt. Hier in meiner Nachbarschaft in Köln-Ehrenfeld, da gab es so manche Leute, die haben dann schon also solidarische Käuferinnen, könnte man sagen, Frauen, die dann, als sie gesehen haben, dass bei Rewe, großer großer Supermarkt hier bei uns, dass da die Kassiererinnen noch ohne diese Schutzschirme, diese Plastikschutzschirme, den Kunden gegenüber sitzen, während Aldi und andere das schon eingeführt haben, die das protestiert haben. Also das sind dann auch Sachen, die ich wichtig finde, einfach so zu gucken, was sich in den Bereichen, wo noch gearbeitet wird, tut und welche Konflikte da entstehen oder wo auch bestimmte Sachen in Frage gestellt werden können. Wir kommen jetzt, es kommt jetzt ein großes Problem auf die Wirtschaft, aber auch auf unsere Versorgung mit Lebensmitteln zu, weil wir stehen jetzt am Beginn der ersten Ernteperioden. Das betrifft jetzt vor allen Dingen hier im Rheinland den Spargel, aber auch in anderen Gegenden. Und das wissen wir alle, wir essen gern Spargel, aber gestochen wird er von Erntehelfern, die aus Polen, aus Rumänien, aus Bulgarien, aus anderen Ländern kommen und die das jetzt wahrscheinlich nicht können, weil die Grenzen erstmal dicht gemacht worden sind. Und das führt jetzt zu allen möglichen Reaktionen, sei es, dass vorgeschlagen wird, ich glaube, das war irgendjemand aus der Bundesregierung sogar, man solle Asylbewerber und Bewerberinnen in der Spargelernte einsetzen. Andere schlagen vor, dass man die in der Gastronomie nicht mehr beschäftigten Menschen doch schön in der Spargelernte einsetzen könnten. Es gibt eine Plattform, wo sich Menschen freiwillig melden können. Wir helfen unseren Bauern. Ich meine, die Bauern sind nicht so begeistert, weil gerade so mal sowas wie Spargelstechen, das lernst du nicht irgendwie in 3 Tagen und jeder, der es nicht irgendwie gut kann, macht die Felder kaputt. Das wirft dann die Frage auf, brauchen wir unbedingt Spargel? Ich meine, ist natürlich Schattrum. Die andere Frage, wie könnte es anders organisiert werden? Und natürlich auch die Frage, wie gehen wir an dem Punkt zum Beispiel, wie gehen wir mit dem grassierenden Nationalismus um, der jetzt durch die Schließung der Grenzen auch hochgekocht wird, obwohl uns das Problem natürlich oder das Problem an ganz vielen anderen Punkten noch sehr zu schaffen machen wird, weil unser ganzes Leben ist ja von Menschen aus anderen Ländern, die hier arbeiten, abhängig in ganz vitalen Bereichen, wie zum Beispiel der ambulanten Altenpflege, der Versorgung älterer Menschen, wo es gerade jetzt wichtig ist, dass das auch am Laufen gehalten wird und dafür gibt es im Grunde noch gar keine Lösung. Und ich denke, hier wird es zu Konflikten kommen. Du hast jetzt gefragt nach der Rolle der Gewerkschaften. Das ist also hier in Deutschland eigentlich sehr traurig, weil abgesehen von ein paar Forderungen haben sie erstmal sich dem Diktat der Krise unterworfen. Streiks, gerade im Krankenhausbereich, wurden sofort abgesagt, obwohl es da um ganz wichtige Dinge, zum Beispiel einem Streik an der Charité in Berlin ging, dass es nämlich um die Wiedereingliederung ausgelagerter und prekarisierter Arbeitsbereiche geht. Und ich meine, das wäre jetzt ja gerade genau der richtige Moment, Druck zu machen, zu sagen, wir sind wichtig, wir haben eine Bedeutung, schafft jetzt endlich mal bessere Bedingungen für uns. Und auch wenn jetzt teilweise gesagt wird, ja, wir verbessern eure Bedingungen und irgendwelche Krankenhaushilfsgesetze von Herrn Spahn gemacht werden, muss man sagen, für die Pflege, also auch für die Bezahlung, für die Absicherung, für die Abschaffung dieser ganzen prekarisierten Bereiche, die Zurückholung in eine Festanstellung an einem Krankenhaus, dazu kommt im Grunde noch sehr, sehr wenig. Und das ist eigentlich ein Skandal. Ich denke, oder ich bin mal gespannt irgendwie, was sich da entwickeln wird, weil das ist einer der wenigen Bereiche, wo jetzt auch die Beschäftigten, die Arbeiterinnen und Arbeiter, nämlich im Gesundheitswesen, durchaus eine ziemlich große Macht haben und die Möglichkeit haben, Druck zu machen. Ich fand das auch ganz interessant, dass also auch, es gibt ja verschiedenste Forderungspapiere von Belegschaften aus Krankenhäusern und die scheinen sich jetzt auch etwas zu radikalisieren. Also in einer der letzten, die auch viel im Krankenhaus rumgegangen ist, dieser Petition, wurde dann auch mal richtig Tacheles gesprochen und gesagt, Mindesteinstiegsgehalt für Pflegeberufe 4.000 Euro. Das ist wenigstens mal dann eine Aussage, weil
so schön und gut es ist, wenn die Bevölkerung diese Menschen unterstützt. Und auch hier wird jetzt um 21 Uhr abends immer geklatscht, um den Menschen in der im Gesundheitsbereich zu danken, dass sie diese Arbeit weitermachen. Aber nur von unserem Klatschen können sie auch nicht ihre Miete bezahlen und ihre Brötchen kaufen. Ja, aufgrund dieser Situation könnte jetzt die ganze Entwicklung des Gesundheitswesens sehr viel radikaler in Frage gestellt werden. Also diese ganze Zuge des Privatisierung und im Zuge des Neoliberalismus geänderte Finanzierung der Krankenhäuser, die katastrophale Unterbesetzung, gäbe es jetzt eigentlich die Möglichkeit, mehr Druck zu machen. Und wir sehen aber, dass die Gewerkschaften erstmal wegen der Krise sofort erstmal alle Streiks, alle Aktionen abgeblasen haben, ohne sich auch zu überlegen, ob man irgendwie anders Druck machen könnte. Also Kämpfe, wo es darum geht, prekarisierte Bereiche, ausgelagerte Bereiche wieder in die Krankenhäuser zurückzuholen, wie der Streik an der Charité oder eine Verbesserung auch für die Altenpflege, in der sich das jetzt gerade dramatisch zuspitzt. Also ich höre von Leuten, die in der Altenpflege arbeiten, im Moment werden die ganzen Altenheime pflegebedürftigen Menschen aus den Krankenhäusern vollgestopft, ohne dass genügend Personal da ist, nur um dann vorzeigen zu können, wir haben jetzt genug freie Betten für die kommende Krise mit Corona-infizierten Patienten. Das ist unsäglich. Wir kennen diesen Fall in Würzburg, wo 9 Menschen jetzt vor ein paar Tagen in einem Altenheim gestorben sind und dort überhaupt nicht darauf reagiert wird. Also da wird quasi hin und her geschoben, damit dann die Krankenhäuser was vorzeigen können. Aber was ansteht, ist eben eine grundlegende Reorganisation des Gesundheitswesens, Stopp dieser Privatisierung und da wäre es wichtig, mehr Druck zu machen. Und da finde ich gerade in Deutschland die Gewerkschaften da im Moment sehr, sehr wenig machen. In anderen Ländern sieht es teilweise danach aus, dass auch von den Gewerkschaften ein bisschen mehr Druck kommt. Haben einige große Gewerkschaftsverbände angekündigt oder gedroht, einen Generalstreik zum Generalstreik aufzurufen, wenn nicht die Arbeit in Bereichen eingestellt wird, die jetzt nicht für unser Überleben notwendig sind. Andererseits, wenn wir zum Beispiel in die USA gucken, da hat die UAW, also die große Automobilarbeitergewerkschaft, noch bis letzte Woche versucht, die Leute an der Arbeit zusammen mit dem Management zu halten. Also ich würde mir da im Moment von den Gewerkschaften nicht so viel erwarten, sondern denke eher, es wird zu einem Druck von unten kommen. Und interessant ist ja auch, so wie in Italien oder in den USA, und wir wissen noch nicht, wie es sich in Deutschland entwickeln kann, dass jetzt eine Situation ist, wo die Leute auch an dem Punkt gar nicht mehr so gucken, was machen die Gewerkschaften, sondern sie müssen einfach selber handeln und sie nehmen das selbst in die Hand. Und ich kann mir vorstellen, dass es da eben auch zu vielen kleinen Konflikten in Betrieben in bestimmten Situationen kommen wird. Und das sind eigentlich die spannenden Entwicklungen, also die wir uns angucken müssen, wo wir ein Auge für haben müssen. Sollten auch versuchen, mit all denen, die jetzt weiter arbeiten müssen, ob das Briefträger sind oder Paketzusteller oder die Menschen, die in den Supermärkten arbeiten, mit denen zu reden und zu fragen. Also mit denen können wir ja noch Kontakt haben, müssen wir ja Kontakt haben, wir müssen ja einkaufen, darüber zu sprechen, wie die Situation ist, was ihrer Ansicht nach geändert werden müsste. Das sind eben einige der wenigen Orte, wo wir noch irgendwie eine Kommunikation haben und wo es auch möglich wäre, Druck zu machen, dass wenn wir zum Beispiel sehen, dass die Verhältnisse in irgendwelchen Geschäften, die noch geöffnet haben, nicht in Ordnung sind, dass wir uns da auch einschalten, und den Leuten, die davon betroffen sind, Mut machen und Unterstützung geben. Also ich denke, das sind jetzt so die wichtigen Fragen, die vor uns liegen. Dies war der erste Teil des Interviews von Mr. Pinguin beim Radio Nordpol mit dem marxistischen Theoretiker Christian Frings zum Thema Corona-Krise und soziale Auswirkungen. Im zweiten Teil wird es um das Verhältnis von Lohnarbeit und Reproduktionsarbeit gehen und um die Frage, ob in der Corona-Krise die Reproduktionsarbeit eine neue Anerkennung erfährt und die Frage, sollten linke Forderungen momentan aufstellen? Welchen Sinn macht das und wie könnten unsere Handlungspraxen in der gegenwärtigen Krise aussehen? Radio Nordpol im zweiten Teil unseres Gesprächs mit Christian Frings über die sozialen Folgen der Corona-Krise. Im zweiten Teil werden wir uns mit der Reproduktionsarbeit auseinandersetzen in der Corona-Krise und den Forderungen von Linken. Ja, Christian, in der Krise wird viel über Reproduktionsarbeit, Carework gesprochen. Tätigkeiten und Berufe wie Pflege, Erziehung oder Verkauf
von Lebensmitteln, die häufig Frauen zugeschriebene Tätigkeiten sind, wurden auf einmal zu systemrelevanten Berufen erklärt. Frau Merkel hat in ihrer Ansprache sich explizit bei Einzelhändlerinnen bedankt. Nur, die stehen halt vielfach ohne Tarifvertrag und auch nicht gerade mit tollen Löhnen da. Gleichzeitig sind viele Frauen jetzt mit der Schließung der Schulen quasi in ihre eigenen vier Wände eingesperrt und tragen damit auch vermutlich die Hauptlast von Kinder- und Männerbetreuung. Daher die Frage an dich, findet jetzt innerhalb der Corona-Krise ein Wandel im Sinne einer Anerkennung der Reproduktionsarbeit statt, wie manche inzwischen behaupten? Oder ist die Situation viel eher dadurch gekennzeichnet, dass ein Backslash für Millionen von Frauen droht? Das ist natürlich eins der größten Probleme. Die Frage, wer macht eigentlich Reproduktionsarbeit? Weil wir befinden uns ja jetzt in einer Situation, wo massenhaft Menschen in ihren Wohnungen mehr oder weniger isoliert sind, eingesperrt sind. Und das wissen wir, die ganze Last, diese Situation zu bewältigen, die liegt natürlich traditionellerweise in einer patriarchal und sexistisch strukturierten Gesellschaft jetzt auf den Frauen. Ob das jetzt dazu führt, dass es also zu einer größeren Anerkennung der Reproduktionsarbeit, wie du sagst, führt, das wäre zu wünschen, aber das bezweifle ich, sondern was faktisch passiert, was wir auch in unseren bekannten Kreisen mitbekommen ist, auf die Frauen wird die besondere Herausforderung dieser Situation der Isolation abgewälzt. Du musst dich halt um die Kinder zu Hause kümmern. Die Mütter müssen gucken, wie sie mit der Situation fertig werden. Das ist eine extrem belastende Situation. Also wer sich um Kinder kümmert, irgendwie weiß, was das bedeutet. Normalerweise sind die ja tagsüber im Kindergarten oder in der Schule und wenn du die jetzt den ganzen Tag in der Backe hast, das ist eine extreme Belastung. Und von daher denke ich, das wäre jetzt eine Diskussion. Auch die Verteilung von Hausarbeit, also die Frage der geschlechtlichen Arbeitsteilung, die drängt sich jetzt eigentlich auf. Das wird noch sehr wenig drüber diskutiert. Also so zynisch könnte man sagen, naja, dass sie die Baumärkte offen lassen, das ist quasi so ein hilfloser Versuch, irgendwie zu verhindern, dass es die Situation total eskaliert, weil jetzt die Männer sich noch ihr Bastelzeug in den Baumärkten kaufen können und dann irgendwie beschäftigen können und nicht nur irgendwie zu Hause der Familie den Frauen auf die Nerven gehen. Aber also da könnten noch durchaus Probleme, Konflikte auf uns zukommen. Das kann da natürlich dazu führen, oder wir sollten das natürlich auch versuchen, dass diese ganzen Fragen der Care-Arbeit, der geschlechtlichen Arbeitsteilung, dass die auch nochmal neu diskutiert werden, anders diskutiert werden und auch Änderungen führen. Aber im Moment liegt das eben auch alles relativ auf Eis oder wird noch nicht so richtig diskutiert, weil die große Gefahr der Epidemie, der Entwicklung, die noch nicht ausgemacht ist, so über uns schwebt und gewissermaßen wir leben in so einer Art Notstand mit ungewissem Ausgang und da scheint dann keine Zeit zu sein oder nicht der Raum zu sein, solche Fragen zu diskutieren. Also Ben, denke ich, sprichst du hier eine ganz wichtige Frage an, wo linke Kritik, wo Gesellschaftskritik jetzt sich auch nochmal verschärfen müsste, wobei wir aber eben hier auch wieder das Problem eben der eingeschränkten Handlungsfähigkeit haben. Also es wird sich jetzt zeigen, also auf den obersten Ebenen wird ja schon auch darüber geredet, wie sieht das mit der Unterstützung für Frauenhäuser aus? Wir müssen davon ausgehen, dass da ein größerer Andrang denen bevorsteht. Wie ist das mit der Finanzierung? Also auch das wäre natürlich jetzt die Möglichkeit zu sagen, ja, da müssen jetzt schnell Hilfen geschaffen werden. Das wird ein bisschen davon abhängen, wie sich die Situation weiterentwickelt. Vielleicht wirft diese Corona-Krise als so eine Art Brennglas nochmal ein Licht auf das Verhältnis von Lohnarbeit und Reproduktionsarbeit im Kapitalismus ganz allgemein. Also wie kommt es denn eigentlich dazu, dass so Tätigkeiten wie Pflege, Erziehung oder Verkauf von Lebensmitteln ja im Grunde eher Berufe sind, die nicht so anerkannt sind und meistens eher den Frauen zugeschrieben werden? Vielleicht könntest du dazu uns noch ein bisschen Aufklärung geben. Die Entwicklung der Lohnarbeit als die typische Arbeitsform im Kapitalismus, die geht ja relativ früh, so ab Mitte des 19. Jahrhunderts, eben mit der Entwicklung des männlichen Ernährerlohns zusammen. Ich würde mal sagen, so ein Kompromissmodell, nachdem die Frühindustrialisierung zunächst mal zu der Gefahr geführt hat, Familien zu zerstören und die Familie eben als eine Basisinstitution, in der auch Autorität und Disziplin vermittelt wird, zu
zerstören, gibt es dann ab Mitte des 19. Jahrhunderts, also vor allem nach der gescheiterten Revolution von 1848, zunehmend die Überlegung, auch in proletarischen Kreisen die Familie zu stärken und das eben über dieses Konzept, der Mann verdient das Geld und kann sich dafür eine private Haussklavin leisten. Sprich also, tendenziell sollen die Frauen zu Hause bleiben. Das war natürlich in der Arbeiterklasse nie wirklich Realität. Es hat sich eben doch auch als ein Leitbild durchgesetzt. Und auch wenn wir jetzt heute von dieser Vorstellung vielleicht zumindest in den metropolitanen Ländern ein bisschen weg sind, wenn wir uns die Realität angucken, ist es als Leitbild, dass der als Mann definierte Mensch das Geld verdient und damit Frauen und Kinder in der Abhängigkeit von ihm sind und das eben auch der ökonomische Zwang des Familienzusammenhangs bildet. Dieses Leitbild ist schon immer noch vorhanden. Und das, so jedenfalls die feministische historische Forschung, ist wohl einer der Hauptgründe, warum alle Tätigkeiten, Berufe, die nah an Pflege, an Versorgung, Ernährung und so weiter angesiedelt sind, dass dort eben viele Frauen arbeiten. Es wird ihnen sozusagen als ihre Grundqualifikation, Fähigkeit irgendwie in einer biologisierenden Weise eingeschrieben. Und das wiederum führt dazu, dass wir dort eben sehr viel geringere Löhne haben, dass es auf der einen Seite eben nur als ein Zuverdienst ausgegeben wird und andererseits als eine Arbeit ohne große Qualifikation, die sozusagen mehr irgendwie im inneren Wesen der Frauen sowieso angesiedelt ist. Also so eine sexistische Einstellung führt dann auch dazu, dass dort die Löhne geringer sind, dass die Absicherung meistens nicht so gut ist, dass es oft auch so Grenzbereiche zwischen wirklicher Lohnarbeit und Haushalt sind, wenn wir nur an die ganzen Menschen, die in der häuslichen Pflege arbeiten und so weiter sind. Und da hast du natürlich recht, das wäre sozusagen das eine der positiven Aspekte dieser Corona-Krise, dass solche Sachen deutlicher sichtbar werden, dass sie deutlicher kritisiert werden können. Und anfangs sagte, eben auch grundsätzlich mal zu fragen, was sind notwendige Arbeiten, wie werden sie durchgeführt, dass diese Aufspaltung in Lohnarbeit fürs Kapital, das ist systemrelevant, Hausarbeit, Reproduktionsarbeit, Kinderarbeit, also Arbeit an Kindern, das ist mehr so was Privates, also diese Trennung auch von privat und öffentlich, dass das radikaler in Frage gestellt werden könnte, wenn wir eben wieder anfangen, darüber zu diskutieren, was sind überhaupt wichtige Arbeiten. Und dann bekommen zum Beispiel solche Sachen auf einmal einen ganz, ganz anderen Stellenwert. Dann ist vielleicht nicht irgendwie die Produktion von solchen Spielzeugen wie Autos, auf die wir vielleicht eh mal bald verzichten sollten, ist nicht das Entscheidende, sondern das Entscheidende ist, wie wir uns gegenseitig um uns kümmern, wie wir zusammenleben, wie wir unser Leben gestalten. Und dann würden diese ganzen als Reproduktionsarbeit bezeichneten Tätigkeiten einen völlig anderen Stellenwert bekommen. Dann könnten wir auch anfangen zu diskutieren, warum es überhaupt diese komische Form der geschlechtlichen Arbeitsteilung gibt im Haushalt und in der Gesellschaft. Corona-Krise würde vielleicht die Möglichkeit bieten, diese ganzen Fragen nochmal viel radikaler zu stellen. Aber auch dazu müssten wir natürlich jetzt nicht nur diskutieren und so schön und gut das ist, irgendwelche Forderungspapiere schreiben, sondern es müsste auch was Praktisches in der Gesellschaft entstehen. Es müssten sich Bewegungen bilden. Du hattest es eben angesprochen, in der Linken existieren verschiedene Forderungen bzw. Forderungskataloge. Die einen fordern ein Grundeinkommen, die anderen fordern Erschwerniszulagen für Beschäftigte. Gleichzeitig kommt auch aus einer anderen Richtung die Idee von einem Mieterinnenstreik, also die Frage nach, wie sollen die Leute eigentlich ihre Produktionskosten decken können. Wie stehst du zu diesem Potpourri an verschiedenen Forderungen und was könnten deiner Ansicht nach Ansatzpunkte für eine linke oder auch linksradikale Politik in und vielleicht auch nach der Corona-Krise sein? Ja, ich verfolge das auch. Es kursieren, wie du schon sagtest, die diversesten Forderungen. Wenn man sich das jetzt mal so anguckt, an vielen Punkten ist es auch eine gewisse Hilflosigkeit, weil ohne jetzt irgendwie eine gesellschaftliche Bewegung, eine Macht zu haben, können natürlich alle möglichen Menschen oder Gruppen jetzt Forderungspapiere aufstellen. Das führt schon teilweise zu grotesken Situationen, dass am Montag, als das Kabinett beriet, was sie jetzt alles in dieses Gesetzespaket reinschreiben, ging dann über eine Liste die Forderung irgendwie, es sollten Wohnungskündigungen wegen Mietrückständen, das sollte doch ausgesetzt werden, das müsste jetzt unbedingt auch in die Forderung rein. Zu dem Zeitpunkt hatte die Regierung das entsprechende Gesetz schon verabschiedet. Also da hinkt man
manchmal hinken dann die Forderungen sozusagen den Realitäten hinterher. Erschwerniszulagen, ja klar, das ist auch eine gute Forderung. In Frankreich hat gerade eine große Supermarktkette mit 60.000 Beschäftigten einfach mal so gesagt, sie kriegen jetzt alle pauschal 1.000 Euro als Erschwerniszulage, weil sie dankenswerterweise diesen Job auch jetzt weitermachen. Klar, da kann man dann auch nochmal Druck machen. Sowas wird passieren. Nur im Moment ist es halt interessant zu sehen, wie eben teilweise auch schon von oben oder so, weil es an allen Ecken und Enden brennt, Sachen angeboten werden, Gesetzesänderungen durchgeführt werden, Geldzahlungen, wie jetzt hier diese Supermarktkette, ausgeschüttet werden, wo man vor ein paar Wochen im Traum nicht hätte dran denken können. Insofern, ich finde das okay, nur wir müssen immer im Auge behalten, irgendwie, dass diese Dynamik von Forderungen natürlich jetzt nicht wirklich ein gesellschaftlicher Druck ist, sondern erstmal auch so eine gewisse Hilflosigkeit. Ja, was können wir denn überhaupt tun? Jetzt kommt auch die Forderung nach dem Grundeinkommen wieder hoch, aber ich meine, an der Forderung haben wir im Grunde auch schon immer diskutiert. Es ist schön und gut, aber wenn es wirklich in einer radikalen Weise umgesetzt wird, würde, und auch ohne zu sehr ein nationalistisches Modell zu sein, was also jetzt wieder Menschen aus dem Ausland ausgrenzt, dann könnten wir im Grunde auch gleich die Revolution machen und das Ganze in Frage stellen. Das heißt, ich halte es schon für richtig, an bestimmten Punkten oder auf bestimmte Punkte immer hinzuweisen. Das tust du halt in der Regel auch dann mit einer Forderung, dass du sagst, wo kriegen jetzt die Obdachlosen, die Nicht-Sesshaften, irgendwie ihre Mittel her, wie geht es denen, sind die Menschen berücksichtigt und so weiter und so fort. Das ist alles richtig, aber wir müssen uns auch die große Frage stellen, wie wir handlungsfähig werden, an welchen Punkten dann auch tatsächlich von unten Druck aufgebaut werden kann. Da ist zum Beispiel die Frage, was könnte man überhaupt kollektiv tun in einer Situation der weitgehenden Isolation? Und da taucht halt auch in anderen Ländern diese Idee auf, zum Beispiel einfach jetzt sofort ab dem 1. April keine Mieten mehr zu bezahlen und die Rechnungen für Strom und Wasser nicht mehr zu bezahlen und zu sagen, das muss dann noch sozusagen durch das politische Kräfteverhältnis entschieden werden, ob diese Gelder jemals zurückgezahlt werden oder ob der Staat das übernimmt. Wenn wir uns Krisenverläufe angucken, wo systemrelevante Banken gerettet worden sind, wo irgendwelche Unternehmen Staatszuschüsse bekommen haben, das haben sie noch nie zurückgezahlt. Warum sollten wir also das, was jetzt in der Krise den Menschen verloren geht, irgendwann zurückzahlen? Das ist natürlich eine große Frage und viele werden auch Angst haben, sich an so einem Mietstreik zu beteiligen, weil nicht klar ist, ob sie dann nicht auf einem Schuldenberg sitzen bleiben. Aber ich denke, hier könnte man zum Beispiel auch unter Einhaltung des Abstandsgebots, könnte man durch Plakate, Flugblätter, alles Mögliche den Leuten Mut machen oder zu sagen, das ist jetzt, wenn sich sowas wirklich entwickeln würde, das müsste natürlich eine gewisse Breite haben, zu sagen, ja, das kann auch eine Bewegung werden, wo dann in ein paar Monaten oder in einem Jahr drum gekämpft wird, dass die Leute eben das nicht zurückbezahlen und dass jemand, der jetzt während der Corona-Krise keine Miete gezahlt hat, nicht dann später irgendwie auch, ich glaube, die Regelung gilt jetzt für 12 Monate, dass nicht gekündigt werden kann wegen Mietrückständen, aber dass auch darüber hinaus dann nicht passiert. Kann. Also ich denke, wir brauchen gesellschaftlich mehr Fantasie und Ideen, wo wir noch Handlungsmöglichkeiten haben, wo auch Druck ausgeübt werden kann. Und wenn wir uns diese hektischen Maßnahmen der Staaten angucken, wie sie jetzt auf einmal gigantische Hilfspakete aufmachen, die natürlich zum großen Teil auch erst Wirtschaft dienen, aber da besteht natürlich dann trotzdem die Möglichkeit, auch unter Umständen durch Aktionen, durch auch von vielen vereinzelten, aber trotzdem gemeinsam durchgeführten Handlungen, das wäre zum Beispiel dieses Nichtzahlen von Stromrechnungen und Mieten, wo so ein Druck signalisiert werden kann, der dann auch dafür sorgt, wie diese Gelder ausgegeben werden. Weil es ist klar, im Moment zielen diese ganzen Hilfspakete natürlich zum größten Teil darauf, irgendwie der Wirtschaft wieder Mut zu signalisieren. Man kann das ja auch quasi stündlich an den Börsen beobachten, wenn dann wieder die Ankündigung wie heute kommt, dass die USA jetzt nochmal ein gigantisches Paket schnüren und alles Mögliche den Unternehmen zur Verfügung stellen, dann gehen die Kurse wieder hoch, dann ist die Hoffnung wieder da, ja, das kann sich jetzt normalisieren, wir haben da jetzt nur eine Delle von ein paar Monaten vielleicht, aber das heißt, sie wollen natürlich damit erstmal den Kapitalismus am Laufen halten durch diese Pakete, aber das ist jetzt eine offene Situation, ob da nicht sozusagen auch mit einem anderen Druck eingegriffen werden kann. Insofern finde ich jetzt
diese Frage im Einzelnen, welche Forderung jetzt, alle Leute sollen ihre Forderungen stellen, das ist völlig klar, das ist, stellt sie massenhaft, aber das ist natürlich jetzt nicht die entscheidende Frage, sondern wie wir auch durch mehr soziale Fantasie eine entsprechende Macht, einen Druck aufbauen können, um solchen Forderungen einen Nachdruck zu verleihen und tatsächlich etwas zu verändern. Vielen lieben Dank, Christian, für das ja doch umfangreiche Interview zu den sozialen Folgen der Krise, welche Widerstandsmöglichkeiten sich vielleicht andeuten bisher. Möchtest du der Zuhörerschaft noch etwas mit auf den Weg geben für die kommenden Tage, aber voraussichtlich leider sogar Monate in dieser Corona-Krise? Ja, was soll man sagen? Achtet auf euch und guckt euch um, haltet die Augen offen. Ich denke, wir haben Möglichkeiten. Wir sollten uns nicht irgendwie völlig paralysieren lassen und in einer Angst ersticken. Vieles ist beängstigend, auch was sich auf staatlicher Ebene tut. Aber wir haben auch bestimmte Chancen und das sollten wir nicht aus dem Auge verlieren. Macht's gut. Super. Vielen lieben Dank an Christian Frings. Nach Köln geht die Grüße vom Radio Nordpol aus Dortmund, Nordstadt.